Hallo Leute und ja, willkommen endlich mal wieder zu einem Video auf meinem Kanal. Und zwar habe ich für euch das Level Versandfehler in Crash 4 durchgezockt. Ja, das haben wir im letzten Crash-Stream nicht mehr geschafft. Ich bin da Game Over gegangen und da musste ich den Stream beenden. Ja, das habe ich für euch jetzt gezockt, weil das ist alles nachkommentiert, ne? Ich habe das... Ihr werdet mich für verrückt verklären. Ich habe es gestern... Ja, was heißt gestern? Für mich ist es jetzt gestern. Am 20.10. direkt nach dem Crash-Stream habe ich dieses Level aufgenommen und geschafft. Ich wollte es nicht so hängen lassen, wisst ihr? Ich kann sowas nicht. Wie bei Eggman Land damals. Ja. Auch ungeschnitten, ihr seht meine ganzen Fails, ne? Wunderbar, wunderbar. Und ja, ich kommentiere es nach, war schon zuerst ein bisschen langweilig, ne? Es gab viele Fails, es gab auch Stellen, wo ich mal stehen geblieben bin, um Luft zu holen. Ich hab's wirklich, ja. Fails gab's auch. Ja, und... Gut, man kann sagen, ich bin voll zum Schneiden, aber ich tue es nachkommentieren, ne? Nee, hey, erzählt ihr meine ganzen Fails und, ja, wie ich darüber denke. Nee, hey, also im Stream, da hab ich total dumm angestellt, ne? Ist aber auch ein verdammt schweres Level. Ich find's verdammt schwer. Ist auch relativ, es kommt einem sehr lang vor, weil jede Stelle im Level richtig schwer ist. Ja, ja. Hoffentlich findet ihr es auch unterhaltsam. Ja, hier sind noch im Cortex-Bereich. Genau, den verborgenen Edelstein haben wir. Tja, finden wir alle Kisten oder nicht? Gut, ihr wisst es schon durch den Videotitel. Ja, ich habe es geschafft, alle Kisten zu sammeln. Der ganze Sinn ist, euch zu verheimlichen. So, das war auch ein richtig dummer Fail, ne? Gleich zwei dumme Fails am Anfang. Ich denke mir so, oh, da kann ich gleich wieder von vorne anfangen. Ich brauche die Leben doch für später. Ja. Ey, ich habe nicht gesagt, dass es kein Game Over mit einem Video gibt, ne? Das ist überraschend. Ja, ja. Cortex, Cortex. Ja, der Cortex-Bereich ist aber trotzdem noch der einfache Bereich vom Level. Ist auch schwer. Obwohl, ein Bereich von Cortex ist schon heftig. Der kann schon... Das schwerste Level ist, finde ich, das Bonus-Level. ja. Na gut. Wer von euch hat das Spiel und wer von euch war schon bei diesem Level? Ist ja nur ein so ein Rückstrahl-Level, ne? Ja, wie... Achso. So was halt, ne? Man spielt Cortex und später halt noch Crash. Oder halt Coco, je nachdem, wer man spielt. So, erster Checkpoint, Leute. Ja. Zwei Leben nur noch. Ich glaube, das habe ich jetzt relativ gut hinbekommen. Da bin ich ohne Tod durchgekommen, aber das weiß ich nicht genau. Ich kann mich auch irren. Ich glaube, ich irre mich sogar. Kratziger Hals. Ja, das ist natürlich... Das sieht so... Wisst ihr, sieht gar nicht so schwer aus, wenn man das so guckt, so, ja, okay, da springt man halt ein bisschen rum. Aber wenn man das dann erstmal wahrnimmt, wie schwer das eigentlich ist, okay, ich hab mich gehört. Dann echt heftig, heftig. Das ist... Muss man schon gut springen können. Ja. Ich war so froh, als ich alle Kisten in diesem Level hatte. Es kam schon so oft vor, meistens kam es vor, dass ich alle Kisten sammle. Und am Ende habe ich eine noch übersehen. Und dann habe ich das Level nicht nochmal nachgeholt, dann mache ich es halt, wenn ich die 106% auch mache. Aber ja, manchmal will ich halt doch, ich will trotzdem alle Kisten mitnehmen, ne? Ohne alle Kisten ist das Level ein Stück einfacher, denke ich, ne? Da ist das Level natürlich ein Stück einfacher. Ein ganzes Stück einfacher. So, was habe ich gesagt, ohne Fails durchkommen? Ja, ja. Ganz genau. So sieht's aus, ne? Ich hätte natürlich jetzt alles zusammenschneiden können. Alles perfekt, aber seid mal ehrlich, das wäre doch langweilig, oder? Oder? Sagt ja. Na gut, ihr habt mich schon im Stream die ganze Zeit fehlen sehen. Kann auch sein, dass manche Leute es anschauen, die nicht den Stream gesehen haben. Hallo an diese Leute. Wie geht's euch? Ja, die Frage jetzt auch hier gestellt, nicht live. Mal gucken, wann das Video live kommt. Jetzt sag ich schon live, ne? Als Premiere, genau. Vielleicht kommt das, vielleicht seht ihr das als Premiere. Vielleicht aber auch nicht, ne?
Ja. Mal gucken. Ich hoffe, es ist am Donnerstag online. Am 22.10. Ich denke mal. Ich denke mal. So, ohne Fails, hat er gesagt. Ohne Fails, hat er gesagt. Sieht nicht ganz danach aus, oder? Nee, nee. Aber es ist ja erst der Cortex-Bereich, ne? Es ist der... huscht. Der huscht-huscht-Bereich, ganz genau. Das klappt schon irgendwie. Ja. Ich habe das mit krassem Sound-Delay gespielt. Mein Programm hatte da irgendwie 3 Sekunden Sound-Delay. Ich denke so, oh Mann. Hab's halt gemacht. Hab's halt dann nicht nochmal neu gestartet, das Programm. Ich hab's mit 3 Sekunden Sound-Delay gespielt. Oder wie viele Sekunden das waren. Das war ganz schön heftig. So arg schwerer war es nicht. Aber ich meine halt, der Sound-Delay war echt heftig. Bam. So. Zweiter Checkpoint. Oh ja. Ich glaube, da war ich auch... Ah, ich sag mal lieber nichts, ne? Weiß ich nicht, wie es mit dem Leben aussah. Ne? Ja. Oder bin ich doch kein Over gegangen? Ich weiß es gar nicht. Das ist der schwebende Papagei im Hintergrund, ne? Wenn man das Level im vollen Stress zockt, dann merkt man sowas nicht. Dann merkt man sowas nicht, ne? Nicht wirklich, nicht wirklich. Ja, schön geduldig war ich hier noch. Ja, das ist einfach. Im Stream spielt man immer schlechter. Als wenn man das so privat zockt in Ruhe. Es hat einfach gut, das hat einfach geholfen bei mir, ne? Hat geholfen. So, hier habe ich jetzt ganz schön lange gebraucht, um überhaupt da hochzuspringen, aber ich habe mir Zeit gelassen. Ich will das, will nicht, dass das Video perfekt ist, ich will einfach nur, dass es auf YouTube ist, ne? Also ihr seht, ich habe da leider geschafft. Scheißegal, wie es aussieht von meinem Skill. Ist doch wurscht, ne? Ist doch wurscht. Ja. Ich habe trotzdem eine Kiste in der verborgenen Edelstein. Das gleicht's aus. Nicht wirklich? Was meint ihr? Egal. So. Ich treffe nicht. Perfekt. Und jetzt Profi. Ja, wunderbar. Da habe ich getroffen. Ach ja. Gleich ist der Cortex. Startet in 10, 9. Ich hätte bei 3 anfangen sollen. Startet! Ich wollte natürlich Oxide ausreden lassen. Ja. Ja, ja. So, damit hätten wir den Cortex-Bereich geschafft. Aber doch diesen Ausschlag. So, Crash-Abschnitt. Wunderbar. Fängt doch mal ein bisschen leichter an. Wo ich nicht weiß, was ist, was hier schief gegangen ist hier. Habe ich nicht die Frucht geholt. Irgendwann habe ich sie dann doch geholt. Da sind viele Fails passiert. Aber die Lebensanzahl hat sich verbessert. So. Gerade sag ich es, und in dem Moment bin ich da gestorben. Perfekt, ne? Ja, Captain Toad habe ich ja auch schon nachkommentiert, das, zum Mumienschanz. Macht mir sogar Spaß irgendwie, macht irgendwie Spaß, ne? Und ich sage euch, wenn ich jetzt das, ja, live meine Stimme, also, das live aufgenommen hätte, so, nicht live, aber halt, gleichzeitig geredet und so, dann hätte das nie gut ausgegangen. Braucht meine Konzentration. Schon mit Konzentration klappt es nicht, wie ihr seht, ne? Also, wie soll es denn ohne klappen? Habe ich mich wirklich konzentriert? Hm. Ich glaube nicht. Ich habe diesen Edelstein immer mit
diese einen Frucht bekommen, ne? Dieser erste Edelstein durch die 40% Früchte. Hab ich immer durch diese eine Kiste bekommen. Durch diese eine Frucht, die da rauskam. Geil, ne? Schön. Ja, ja. Oh, ja. Das Spiel ist aber noch lange nicht durch. Es kommen bestimmt noch andere Welten. Ja. Ja, ja, ja. Fängt doch gerade schon an, hier richtig bockschwer zu sein, ne? Hat es jemals angefangen? Es war schon immer so, ne? Es war schon immer so. Ja, 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 ja. So, da war ich Missgeburt gemacht. Und da ein bisschen blöd reingesprungen. Ein bisschen weit entfernt sind die Checkpoints, muss ich sagen. In dem Level dann doch. Okay, die kommen ja mit der Zeit. Finde ich gut, ne? Umso mehr man failt, umso mehr Checkpoints kommen. Ja. 10-mal bin ich schon gestorben, glaube ich. 10-mal, oder? Das sehen wir gleich. Wenn ich das nächste Mal sterbe. Ey, ich bin gar nicht mehr gestorben, ne? Ich habe alles jetzt im First Try geschafft. Im Tenth Try. Fast. Ja, es waren 10 Tote, jetzt sind es 11. Na gut. Wie viele Minuten sind wir denn? 11 Minuten. Okay. Na, fast 12 Minuten. Noch nicht mal die Hälfte rum. Ja, der schwere Teil, der kommt halt noch, ne? Aber bei dem Teil habe ich mich besser angestellt als im Stream auf jeden Fall. So wird's ja gesagt, ne? Ja, der Stream, wo das passiert ist, der ist, glaube ich, noch gar nicht auf YouTube online. Ich hab den, glaube ich, noch gar nicht exportiert. Von Twitch. Aber das weiß ich nicht. Da seht ihr ja dann, ob der... Wie ist der Crash 4 Stream? Irgendwas mit Cortex. Ja, seht ihr dann. Kommt tut auf jeden Fall, ne? Wenn es Leute gibt, die den Stream nicht angeschaut haben und die sehen wollen, wie ich mich da angestellt habe. Die letzte Stunde. Die komplette letzte Stunde. Sogar ein bisschen länger als eine Stunde, also echt heftig, echt heftig. Es war echt heftig. Ein bisschen Sonic Lost World Action hier, mal Anwenderin. So, mach sie richtig, perfekt. Und die eine Frucht, die muss sein. Die muss sein. TNT mitnehmen, nicht vergessen. Ja. So ist da. Da muss man einen Doppelsprung machen. Ja, Checkpoints ist schon ein bisschen weit weg, ne? Ne? Meine Stimme ist gerade voll ein bisschen so. Ja. Gut, der Bereich hier mit der Wand, an der Wand drin, ist, finde ich, das einfachste jetzt im Level, ne? War natürlich gewissermaßen herausfordernd, aber einfacher als die ganzen anderen Sachen. Oh ja. Das auf jeden Fall. Ach ja, aber die Maske ist cool mit Schwerkraft, ne? Aber ich hab mir gleich am Anfang gedacht, dass solche Spielchen halt kommen. Wie Bonuslevel, das gleich kommt. Ja. Und auch schon. Den normalen Level abschnitten. Ja. Ja, ja. Da hab ich auch ein bisschen gewartet, ne? Ja, hab ich ein bisschen. Manchmal bin ich auch zurückgelaufen, um zu gucken, ob ich alle Kisten habe. Das hatten wir, glaub ich, schon. So, jetzt da ist der Checkpoint. Ja. Gleich sind wir da. Ja, jetzt kommt doch noch eine Stelle, okay. Burp. So, Leute. Viel Vergnügen. Diese drei Kisten, die ihr da am Anfang seht, die muss man eigentlich nicht zerstören. Die rauben viel Zeit, aber ich habe sie trotzdem meistens zerstört, weil ich wollte halt die Früchte haben, wegen Leben und so. So, das extra Level, das Bonus-Level. Boah.
So, wenn die noch mehr zunehmen, die Bonuslevel wird sehr interessant. So, ein paar Mal einfach die Nitro-Köschen reingeflogen. Weil, warum nicht? Oder mal fast die Nitro-Köschen reingeflogen. Ja, die werden nämlich durch die Nitro-Köschen ja zerstört, ne? Wie die, die über Kopf da stehen, auch. Die werden auch da zerstört. Naja. Sie wusste das noch nicht mal. Ich hätte was nicht denken können, ne? Ich habe es mir trotzdem nicht gedacht. Warum habe ich mir nichts dabei gedacht? Aua, das hätte fast in die Hose gehen können. Oder in die Unterhose. So. Warten. Ach ja. Und da habe ich so hastig gewechselt. Ne? Manchmal bin ich in der Luft. Und man muss so Sekunden, Millisekunden schnell entscheiden, was man macht. Und manchmal bin ich ja so panisch, dass ich das gar nicht kann. Das ist bei mir manchmal so ein Problem. Man kann ich das einfach nicht, weil ich dann irgendwie so unter Druck stehe und dann geht es nicht. Hier habe ich das mal ausgelassen, die Kisten, weil ich gemerkt habe, ach, das brauchen wir ja gar nicht. Aber dann habe ich es jetzt wieder eingesammelt, glaube ich. Weil ich dann gemerkt habe, so, oh nee, ich brauch's doch. Ich will die Früchte haben. Geil, ne? Wunderbar. Wunderbar. Da. So eine fiese Stille. Man muss 4, 5 Sachen auf einmal beachten. Ja. Das ist echt heftig. Man muss sehr multitaskingfähig sein in dem Level, ja. Auf jeden Fall. Tja, Leute. Dieses Level müssen wir, ja gesagt ich, aber irgendwie sagt mal Streamer mal wir, weil die Leute ja da sind, ne? Obwohl die eigentlich nicht zocken. Ja, müssen wir es das Level schaffen, ohne zu sterben, mit allen Kisten. Gutes Bonuslevel ist egal, da können wir sterben, weil da verlieren wir kein Leben. Ich hoffe mal, das zählt nicht als tot dann. Das wäre ja krank. Ja. Wegen diesen Ultra-Perfekt-Relikten oder wie sie hießen. Wird schön. Das wird schön. Das wird schön. Ja, ja, ne? Bei wie viele Minuten sind wir? Oh, schon bei fast 18 Minuten. Okay. Bin ich hier nochmal gestorben? Das weiß ich jetzt nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Werden wir jetzt sehen. Werden wir sehen. Yes. Boah, hab ich wieder aufgeregt. Oh. Ich hatte stille Wutausbrüche, ne? Das kriegt man jetzt natürlich gar nicht mit dir, ne? Ich da angespannt davor saß und unter Druck und Teil, ja. Das kann man jetzt gar nicht beobachten, ne? Jetzt bin ich gerade voll entspannt. Ich nehme das nämlich gerade, ja, 20 Stunden danach auf, ne? Fast 20 Stunden danach. Ja. Oh Gott, oh Gott. Da hatte ich auch ein bisschen Angst. Aber doch noch überlebt. Wie die Niedrigste gerade da hochgesprungen ist, wo ich mit dem Kopf an die gerammt bin, ne? Nice. So kann man es auch machen. Und da bin ich in die Nitro-Kiste. Ach ja. Ist auch verdammt fies. Man aktiviert es und dann kommt direkt dann die Nitro-Kiste. Man muss so schnell das. Da habe ich doch nicht mehr die Kisten eingesammelt. Okay. Aber das war ein richtig blöder Fehler. Ich wollte an der Seite landen, gucken, ob es geht. Es geht. Aber nicht, wenn da Feuer. Nicht, wenn das Feuer da aktiv ist, ne? Der Ring des Feuers. Ja, 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 ja. Da mache ich auch den Risk-Cut-Move. So. Risk-Knopf an, ne? Oh, es war ein bisschen knapp. Aber wenn man das zu weit oben macht, dann berühren die Hände ja die Nitro-Kisten. Weil Crash unbedingt seine Hände da nach oben strecken muss.
Haben sie doch mit Absicht so gemacht. Ja, ja, ja. Dass sie genau solche Sachen machen können. Glaubt mir, ja. Ja, gut. Oben sind auch noch TNT-Kisten. So, und direkt danach muss man umdrehen. So schnell muss man das sein. Es ist sau fies, es ist sau gefährlich. So. Damit haben wir es geschafft. Yes! Und ich drehe mich noch voll krass im Kreis. Wir haben es geschafft. Der letzte Bereich, der haut auch ordentlich rein. Aber man muss sagen, es sieht viel schwerer aus, als es ist. Mit den Sprüngen meine ich. Es ist schon hart. Aber nicht so hart, wie ich immer dachte im Stream. Für mich sah das so heftig aus. Man muss halt ruhig seine Sprünge abtimen und gucken, was man da macht. Bei den meisten Nitro-Kisten halt einfach normal drüber springen. Ohne Double Jump. Bisschen länger gedrückt halt den Sprung. Aber ohne, einfach nur. Da wird man halt, okay, so, es ist schon eine Herausforderung, aber es ist nicht so, so krass fies, wie ich dachte, ne? Aber man kann seinen Sprung dann schon kontrollieren. Ja. Leben habe ich genug. Das ist so schon mal kein Problem hier, ne? Auch hier, das sieht so verdammt schwer aus, aber einfach einen ganz normalen Sprung machen. Man muss halt diesen, die Nerven bewahren, das ist das Schwierige daran, denke ich. Man muss die Nerven bewahren, wenn man so niedere Kisten sieht, oben, unten, oh scheiße, was mache ich jetzt, oh ich weiß es nicht. Und dann noch so ein schießender Typ, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Einfach ganz ruhig. Genau. Dann habe ich den Bereich schneller hinbekommen, als ich dachte. Kommt natürlich noch was. Ja, da habe ich die Früchtchen nicht mehr bekommen, die Früchtchen. Die Früchtchen. So. Ah, sind wir ja bald fertig hier. Mhm. Ungefähr 3,5 Minuten. Ja. Ich bin nochmal zurückgelaufen, um zu kontrollieren, weil wenn... Es ist halt sowas von ärgerlich immer. Wenn man doch mal einen übersieht, dann lieber mal zurücklaufen. Auch im Video habe ich das gemacht. Egal, ne? Man muss die Nerven bewahren, diesen Level. Crash. Allgemein, in Crash 4. Im Zuschauen sieht es ja eh nie so schwer aus, wie es eigentlich ist. Ne? Ja. Ist auch nochmal ganz streng kontrolliert. War nichts mehr. So. Der letzte Abschnitt. Ja. Der letzte Abschnitt. Jo. RIP. RIP. Da habe ich zu früh zur Seite gelenkt, weil dann bin ich halt wieder gerade geworden in den Nitro-Kisten. Bin die reingerast. Und ja, Checkpoints, wie gesagt. Ne? Gut, ich bin in dem Bereich auch nicht so oft gestorben. Dann kommt halt auch kein Checkpoint so schnell dazu. Aber ja. Man kann es auch hinkriegen, dass die Typen halt irgendwas zerstören. Irgendwie den Nitro-Kisten zerstören. Ich glaube, ja, genau. Oder halt, dass man die reinschleudert, ne? Das ist natürlich dann Zufall, ob man das hinkriegt, ne? Das hilft, natürlich auch, ja. So, wird's dieser Versuch? So, alle notwendigen Früchte haben wir. Genau, die natürlich auch, ne? Schreibe ich denn das dann rein? Drei... Also, ja, alle Kisten plus verborgener Edelstein. Und diese, ja, die Früchtchen, die man. Und ich schreibe einfach 80% der Früchte irgendwie. Ja. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Auch nochmal kontrolliert, aber nicht so arg weit. Hätten die losgehen können, aber. Ja. Ich finde das Zocker-Outfit halt so cool, ne? Das Outfit ist so geil. Voll der Themen schon gerade, gell? So. Schafft er es, schafft er es. Gut, von der Zeit her könnt ihr denken, ob ich schaffe oder nicht. Und Leute, alle Kisten. Da feiere ich es nochmal richtig ab. Alle Kisten. Und den verborgenen
Edelstein. Mach ein Selfie wie Coco. Perfekt. Ja, Max Treiber gestorben. Nicht, hat nicht ganz geklappt. Ja. Egal. So, damit war's das. Ich glaube, es geht noch ein bisschen. Ich baller noch ein bisschen im Menü. Aber ja, danke, dass ihr zugeschaut habt, ne? Jetzt haben wir es geschafft. Und er ist echt ein verdammt schweres Level. Aber geschafft ist geschafft. Ja, Leute, ne? Und ich war's für euch unterhaltsam. Ciao!